Also, ich kann das ja nicht fassen. Ich kann das gar nicht fassen. Ich kicke hier gerade das Morgenmagazin von ARD und ZDF. Also, ich würde diese Scheiße absetzen. Das ist alles nur noch Verblödung. Wir haben Wahljahr. Hallo, Morgenmagazin. Es ist Wahljahr. Was ihr für eine Scheiße berichtet, ja? Also, das kann nicht wahr sein. Da geht es jetzt um intelligente Textilien. Also, armes Deutschland kann ich dazu nur sagen, ja. Sehr armes Deutschland, ja. Und, ja, fällt mir ja nicht mehr zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich kann sowas nicht begreifen, dass sie solche Nachrichten bringen, genauso Report, ja. Report war mal in den 70er Jahren eine wirklich gute Sendung, ja, aber mittlerweile ist die genauso verkommen wie die Politiker selber, ja. Die haben sie halt auch angepasst. Ja, früher haben sie noch mal ein paar heiße Themen angepasst, heute fassen die sowas nicht mehr an. Ja. Heute machen sie mit der Hetze, ja, und lenken das deutsche Volk ab, ja, und berichten nur noch Scheiße. Mann, da fällt mir wirklich das Gebiss raus. Habt ihr gesehen, ja? Da fällt mir das Gebiss raus. Ist doch klar. Ja? Das ist alles so unwichtig. Ja? Und das verkaufen die als wichtige Nachrichten. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja? Und da soll man ruhig bleiben. Das ist unglaublich. Die haben alle ein Glück, ja. Ernst, ehrlich, ja. Also wenn ich hier was zu sagen hätte, ich würde dermaßen aufräumen, ja. Ey, nein. Ich kann mir jetzt sagen. Also bestimmt ein Dreiviertel der Politiker würde ich einsparen und nie wieder auslassen. Nie wieder würde ich die auslassen. Und die dürften nur Wasser und Brot kriegen. Wasser und Brot und arbeiten dürften die. Bis an ihr Lebensende. So würde ich mit dieser Frau Merkel zum Beispiel umgehen. Die Menschenleben auf dem Gewissen hat, ohne dass sie das merkt. Ja? Die kann ja trotzdem ruhig schlafen. Ich habe die gestern reden hören da vor dem Deutschen Industrie- und Handelstag. Also da wird mir übel. Und die von der Industrie sind schon wieder ein bisschen sauer auf die Merkel, weil die so viel verspricht. Ja? Weil die Industrie sagt, das kann man ja nicht halten. Ja? Ha, geil. Das ist mal wieder richtig typisch, ja, weil was soll ich noch sagen? Es ist unglaublich, was hier in Deutschland für Politik gemacht wird. Ja? Und ich finde, das müsste langsam mal aufhören. Ja? Frau Merkel. Liebe Frau Merkel, wenn ich was zu sagen hätte, ja, wären Sie im Gefängnis, da könnten Sie sicher sein. Ja, sowas wie Sie würde ich quälen. Verstehen Sie? Quälen würde ich Sie. Aber mit Freude. Warum? Weil Sie das verdient haben. Weil Sie das verdient haben. Ganz redlich verdient haben. Ja? Genauso unser Außenminister, ja, also auch alle, ich sage ja, drei Viertel der Politiker würde ich einsparen und nie wieder rauslassen. Für die Scheiße, die sie schon gemacht haben. Ja? Nicht? Also, ist unglaublich, nee, ich kann nur eben sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank, trotzdem ändert sich ja schon was. Ja? Gehen immer mehr Leute auf der Welt auf die Straße und das finde ich gut. Ja? Und irgendwann seid ihr perfekten Politiker mal dran. Ja? Irgendwann seid ihr Arschlöcher dran. Ja? Spätestens, wenn ihr euren letzten Atemzug macht. Spätestens dann seid ihr dran. Erstens seid ihr da alleine. Ja? Da ist nämlich jeder alleine. Ja? Da kann keiner helfen beim letzten Atemzug, den muss man ganz alleine für sich bestehen. Geil. Ja? Und zweitens das Erwachen danach. Ihr glaubt ja nur im Ernst, dass das nicht bestraft wird, was ihr hier macht auf der Erde.
für eine Scheiße. Ja? Ihr habt aber nicht im Ernst geglaubt, dass ihr davon kommt. Ihr kommt nicht davon. Das könnt ihr vergessen. Ja? Aber nur, da ihr das sowieso nicht glaubt, nicht? Ihr glaubt ja alle lieber daran, dass ihr sterben könnt, ja? Was ja nicht geht, okay, aber müsstet ihr ja jetzt, ja? Ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Ne? Und das tut ihr ja auch, und das auch noch mit reinem Gewissen. Wo ihr das reine Gewissen hernimmt, ist mir natürlich ein Rätsel. Ja? Ich könnte damit nicht leben, wenn einer aus Afghanistan wiederkommt und eine völlige Macke hat. Gut, okay. Der Mann ist natürlich selber schuld, ja, in meinen Augen. Warum greift er zur Waffe? Ja, in Deutschland kann man sich das ja Gott sei Dank aussuchen. Ja, ja, man muss nicht zur Armee gehen. Ja, also bedeutet das für mich, dass ich auch mit diesen Leuten kein Mitleid habe. Ja, habe ich nicht. Im Gegenteil. Recht so ist mir das, wenn der eine Macke gekriegt hat. Das ist der Verdienst dafür, dass er zur Waffe gegriffen hat. Hätte er nicht zur Waffe gegriffen, wäre er noch gesund gewesen. In dem Augenblick, wo jemand zur Waffe greift, ja, muss er damit rechnen, dass er durch die Waffe auch umkommt. Ja? Oder schlimmer wird, eine Macke kriegt. Ja, weil eine Macke haben und weiterleben, das wäre nicht für mich. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Der Kopf, der Geist, ja? Das ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Ja? Und wenn der nicht mehr funktioniert, na, was nützt da das Leben noch? Ja? Gar nicht. Ja? Also, was soll ich leben, wenn ich nicht mal weiß, wer ich bin? Wie ich heiße? Wozu? Ja? Nee, aber hätte ich keinen Bock. Ja? Naja, das Schlimme ist, die können sich auch nicht selber helfen, ja. Die werden ja dann am Leben erhalten, so wie zum Beispiel diese, wenn ich das so sehe, manchmal da auf den Intensivstationen, da werden die Leute am Leben erhalten, die schon längst tot sind. Ja, die gehen wollen und nicht gehen können. Stellt euch das mal vor, wie geil das sein muss. Da liegst du da mit lauter Schläuche im Arm, ja, und im Mund, ja, die ernähren dich, ja, und so weiter. Und du denkst immer, Mensch, ich möchte lieber tot sein. Wieso lassen die mich nicht sterben? Geil. Nein, die lassen dich nicht sterben. So pervers ist das heute schon. Ja? So pervers ist das heute. Und dann machen die Jagd auf Bandidos, auf Hate Angels, auf Born to be Wild. Da machen die alle Jagd auf die Leute, ja? Völlig verrückt, Mann! Auf euch müsste man jagen, da! Ja? Euch verfickte Politiker muss man jagen! Zum Teufel! Wo ihr hingehört, die hat Verwendung für euch! Geil, ich brauche das. Das macht mir Spaß. So, der Christoph kommt heute zu mir, das finde ich sehr gut. Und da wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir dann raus, wer sich hier bei mir immer drin hat. Ja? Und ja, genau. Ja? Danke, Christoph, wa? Dass du mir heute wieder zugesagt hast, finde ich gut. Ja? 16 Uhr, ich bin 16 Uhr auf alle Fälle zu Hause. Ja? Ja, und da freue ich mich schon drauf. Mal kicken, was wir da machen können. Ich muss mit den Einstellungen hier wirklich jetzt mal was ändern. Ja? Das kann so nicht weitergehen, dass ich hier ständig gestört werde. Ja? Okay, ciao. So, ich muss jetzt mal auf die Dusche gehen. Jetzt ist Wechsel. Ich habe noch 10 Stunden und 13 Minuten und dann muss ich ja zur Arbeit. Worauf ich mich schon freue. Weil die Kollegen da, die sind voll geil. Ja? Gut, okay. Ich bleibe da nicht ewig. Ich mache das ja bloß ein halbes Jahr und dann ist Schluss damit. Ja? Weil, warum? Ja, ich gehe zurück zur BVE und wenn das nicht klappt, gehe ich auf Rente. Eins von wem können sich diese Wichser jetzt aussuchen? Ja? Entweder lassen die mich arbeiten, wie ich das möchte, oder ich gehe auf Rente. Was wollen sie denn machen? Ich habe ADHS, das ist jetzt mittlerweile bewiesen. Ja, und da meine Psyche, ja, so ist, wie sie ist,
Ja? Ich komme mit diesem Wichser von Psychologen keinesfalls klar. Warum nicht? Ganz einfach. Ich kann nicht so bescheuert denken wie die. Ich kann nicht so bescheuert denken wie diese verfickten Psychologen. Ja? Nicht alle. Ich rede nicht von allen. Ich rede nur von denen, mit denen ich immer zu tun habe. Die mich ständig falsch beurteilen. Ständig wollen die mich belehren. Die können mich nicht belehren. Ich bin der Lehrer, Mann. Lieber Herr Helfer. Ja? Ich habe schon zu Ihrer Chefin gesagt, Sie werden es nie wieder einfach mit mir haben. Warum? Weil Sie sich so verdient haben. Verstehen Sie mal, Sie wollten mich auf Rente schicken, dann haben Sie aus mir einen Vierjährigen gemacht. Ich habe die schlimmsten Tage meines Lebens durch Sie erlebt. Ja? Also, ich bin Skorpion. Rachsüchtig. Nein, bin ich nicht. Ja? Heute nicht mehr. Aber eins weiß ich. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ganz einfach. Ja? Und ich bin mal gespannt auf den Anruf, den ich nachher von Ihnen kriege, wie der denn abgeht. Ja? Von Ihnen, Herr Helfer. Ja? Da bin ich mal gespannt. Ja? Ach, da fällt mir ein, ich habe Sie ja auch gebeten, wegen der ADHS-Tabletten mal nachzukicken, ob es da nicht was Pflanzliches gibt. Ne? Da haben Sie mir ja zugestimmt, wollen Sie ja machen. Da bin ich ja mal gespannt, ja? Ob Sie das wirklich tun. Ja? Da bin ich ja mal gespannt, weil ich weiß, wo ich auf einer MAE-Maßnahme war, da war ein Kollege, der hat mir dann gesagt, hör mal zu, Junge, da gibt's auch was Pflanzliches für. Na okay. Leider habe ich den Zettel irgendwo, ich weiß nicht, wo ich den Zettel habe, ja, wo das draufsteht, wie das Medikament, also wie das pflanzliche Medikament heißt, ja, weiß ich jetzt leider nicht. Ich bin mal gespannt, ob der Herr Helfer sich, ob der das nur raus... Der ist ja Heilpraktiker. Ist so geil. Der Mann ist Heilpraktiker. Also der arbeitet auf zwei Arbeiten gleich. Der arbeitet einmal für sich und einmal für den Träger. Ja? Wo er beschäftigt, ich will den Namen nicht nennen. Ja? Ich mache drei Kreuze, wenn ich endlich los bin, diese verfickten Scheiß-Psychologen. Ja? Jetzt nicht alle immer schön auf dem Teppich bleiben, ich meine nicht alle, aber die mich so aufregen wie mein Helfer. Ja? Ja? Ey, da bin ich froh, wenn ich die los bin. Ja? Muss man verstehen. Ich kann den natürlich jetzt, ich könnte natürlich sofort sagen, hau ab, ja? Aber das will ich ja nicht. Ich muss den noch behalten. Warum? Wegen der Behörden. Ich habe ja jetzt schon die Verhaltenstherapie gecancelt, ja? Wo ich gestern den Schreien. So, das ist der Hammer. Noch nicht mal 14 Tage her und die haben schon zugestimmt, die AOK. Geil. Die hätten mal lieber zustimmen sollen, dass ich meine Tabletten nicht mehr selber kaufen muss. Wie wäre das gewesen, liebe AOK? Ich muss meine Tabletten immer noch selber bezahlen. Warum? Warum, liebe AOK? Geil. So geil. Ja, ja. So, das ist die Politik in Deutschland hier. Okay, ciao.